So, ein wunderschön. Wir sind inzwischen, Braugerste ist fertig gedrillt, wir sind in der normalen Gerste angekommen. Und wir haben hier so ein paar Wildschadennester, da wird es schlimmer. Ich habe ja eigentlich Svenny hergeschickt, gesagt, Svenny, mach das mal klein, wenn du was siehst. Ja, Vorgewende ist da rumgefahren, aber hier die Flecken, die hat er dann leider übersehen. Und das ist halt das Ergebnis. Also, du kannst ja vieles machen hier mit der Primera. Aber lange Maisstängeln und Zinkensaat, das ist einfach die Hölle. Das ist einfach die Hölle. Das war mir vorher eigentlich bewusst. Aber das so extrem schlimm ist, weiß ich nicht. Hatte ich fast wieder verdrängt. Also man kann mich erinnern, bei der Clayton war das genau so ein Krampf. Und die bin ich ja hier nicht im Maisstängel gefahren. Ich habe gedacht, das geht einigermaßen. Vielleicht stoppt das ab und zu. Aber ich muss euch sagen, das ist hier unfahrbar. Ich habe hier gerade telefoniert wie ein Verrückter. Ich will jetzt bloß noch den Saattank leer fahren. Hier ist die letzte Braugerste drin. Hier ist die letzte Braugerste im Saattank. Jetzt sind noch 36 Kilo. Ich will das leer haben. Und dann fahren wir erst Weizen drillen. Ist das Stab gewesen? Und dann fahren wir jetzt Weizen drin. Ich muss mir hier was einfallen lassen. Ich muss denn erst eine Messerwalze besorgen. Wir müssen erst den Wildschaden klein machen. Ich weiß, dass viele mal sagen, die machen das mit dem Mulcher und der saugt den Wildschaden richtig an und zerkleinert das. Geile Sache. Meiner macht das aber nicht. Also meiner hat, ich weiß nicht, nicht so eine Sogwirkung, keine Ahnung. Und ich meine, wir haben hier Gott sei Dank nicht mehr so viel Dämme wie früher. Früher hatten wir immer ja Dämme im Mais. Das ist ja mit der Primera eigentlich so ziemlich weg. Ja, also ich bin jetzt händeringend dabei, mir gerade eine Messerwalze zu besorgen, hier für die 50 Hektar. Und wenn ich das hier alles in die Erde kriege und jetzt, wie gesagt, ich fahre das jetzt hier leer und dann fahre ich nach Friedland und drill dann erst den Weizen, damit ich vorankomme. Muss jetzt auch langsam fertig, ich will das jetzt auch mit allem fertig werden, damit ich noch mit Pflanzenschutz in Ruhe habe und dass ich dann auch mal in Ruhe habe. Wir wollen heute Nachmittag noch die Sojabohnen dreschen, morgen soll es Regen geben, dann wird die Fläche auch frei. Nach den 5 Hektar Sonnenblumen kommt Mais hin, also das wäre nicht das Problem. Das wäre ja okay, also dann, wenn die Sojabohne wenigstens weg ist. Ja, wie gesagt, jetzt fahre ich hier das leer und dann gucke ich mal, was ich hinbekomme. Ich meine, mit der Messerwalze hatte ich schon länger so ein bisschen auf dem Plan, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht kannst du hier eine Front fahren mit der Primera am Heck, vielleicht läuft das ja ganz gut. Mit der Scheibenecke muss ich euch sagen, tatsächlich, wenn zum Beispiel Wildschaden war und das war auf einer sandigen Stelle, dann hat die Scheibenecke leider nicht die Maisstoppeln durchgeschnitten. So auf härteren Boden hat das wunderbar geklappt. Das war ja gar kein Problem, aber sonst nicht so. Wenn wir uns das jetzt angucken hier, wenn wir immer mal wieder ein paar Maisstoppeln haben, das ist nicht schlimm. Die läuft mal ein bisschen mit, dann stugelt das mal ein bisschen und dann löst sich das Ganze wieder und dann fährt die wieder ohne. Also ab und zu kann sie ja mal ein bisschen ab. Aber die ganze Zeit, so richtig durch den Wildschaden durch, das setzt sich alles nur fest. Ne? Also das Wahre ist es nicht. Hier müssen wir nochmal was machen. Ja, ist ein Lernprozess, ne? Ist ein Lernprozess. Scheibenschar, ja, die hat das Problem nicht, aber dafür hat Scheibenschar wieder andere Probleme. Also das ist. Der heilige Gral ist es einfach nicht. Da müsstest du wahrscheinlich wirklich, musst du dann in eine Front mit einer Messerwalze da fahren. Gut, ich telefoniere mal noch mal ein bisschen. Einen habe ich noch, aber der ist eben nicht rangegangen. Ob ich da noch eine Messerwalze kriege? Die Händler, komischerweise Messerwalze waren eine Zeit mal richtig im Trend. Aber die Händler haben das alles nicht mehr. Das ist verrückt. Und ich, aus dem Stegreif weiß ich jetzt auch noch nicht, welcher Landwirt jetzt hier eine Messerwalze haben könnte, wen man anrufen kann. Ich telefoniere, Leute. Vielleicht wissen wir da ja mehr. Wenn nicht, sehen wir uns näher gleich beim Weizen drin. So, da sind wir jetzt hier bei den Sonderkulturen. Da, wie ihr seht. Und das ist natürlich easy going. Wir drillen jetzt Kermit, heißt die Sorte von der LG. Habe ich selbst vermehrt. Und ja, schöne große kräftige Körner. 55er 1000 Korngewicht. Wir drillen 200 Kilo auf dem Hektar. Entspricht in etwa 360 Körner pro Quadratmeter. Genau, 200 Kilo auf dem Hektar ist schon eine Menge. Geht natürlich auch ratzifatzi so ein Korntakt und alle. Ne? So, weil ich heute totale Probleme habe, ich weiß nicht, warum heute das nicht geht. Also ich habe Samstag hier, haben wir noch mit gedrillt, hat er noch alles aufgezeichnet hier, Field View, heute setzt sich rein und es geht nichts mehr.
Und heute ist sowieso so ein Tag, Leute, der triggert einen bis zum Mond. Also wirklich, heute läuft nichts. Da hast du dieses Problem, das Problem und das. Und ich habe da schon ewig dran rumgesessen und hier nochmal überlegt und App neu installiert. Und ich kriege es nicht hin. Ich weiß nicht, warum der das nicht aufzeichnet. Sowas nervt mich natürlich. Weil da hast du ja nur einmal die Möglichkeit, diese Art aufzuzeichnen. Ne? Und ich kann jetzt hier auch nicht ewig stehen und warten und dann nochmal probieren. Irgendwann muss man auch was schaffen. Ich will hier Ende der Woche endlich fertig sein. Ich will mich auch ewig hier nicht mit der Auszeit aufhalten, hier mit die paar 200 Hektar da. 250 Hektar kann nicht sein, dass man da ein paar Tage für braucht. So. Wir können ja gleich mal rausgehen. Kann ich euch das gleich mal zeigen, das Ganze? Boah. Fahren wir mal hier rein. Dann halten wir mal an. Die Fläche ist ja tatsächlich hier schon. Ich weiß gar nicht. Ich hatte 4 Jahre Körner. Ich hatte 4 Jahre Ackergras. Genau, so heißt die Kultur. Ich hatte 4 Jahre Ackergras. Dann haben wir Stripped Raps gemacht. Oh nein. Oh. Stripped Raps haben wir dann gemacht. Dann haben wir Weizen in Direktsaat gemacht. Nach dem Weizen haben wir eine Zwischenfrucht gedrillt und haben dann jetzt die Sonderkulturen gehabt, alles auch Direktsaat, und jetzt haben wir hier den Weizen. Ja, wenn wir jetzt hier ein bisschen graben, und ich würde sagen, hier kann er tatsächlich noch ein bisschen tiefer, da haben wir eben schon die Körner gefunden. Hier, da waren sie eben gebettet. Ja, da waren sie auch eben. Da liegen sie, da liegt das Korn. Also hier beim Getreide sind natürlich schön einfach zu finden, ne? Da ist das Korn. Da war das eben. Da war eben auch das Korn. So, also hier im Getreide ist das natürlich schön einfach zu finden. Gar keine Frage. Und ich denke, von der Ablagetiefe habe ich eben kontrolliert, alles um die 2 cm, 2 bis 2,5 cm. Hier funktioniert das auch gut mit dem Striegel. Dass wir die Saatrinne auch schön zustriegeln. Kann ich nochmal zeigen, hier vorne, wo der Lein war. Sieht das natürlich ein bisschen wilder aus. Aber es geht. Da wächst das ja durch, ne? Hier wird natürlich das Stroh so ein bisschen zusammengezogen. Kann ich mal zeigen hier beim Lein. Aber ich habe schon probiert. Also ohne Striegel zu fahren geht nicht. Dann lässt er die Saatrinne offen, logisch. Hier, da hat man diese Wolle, ne? Ich sag mal so, wir werden das andrücken. Wichtig ist ja hier unten, die Saat ist drinne, ist auch zugezogen, zugeschoben hier. Jetzt finden wir sie natürlich nicht, ne? Doch, da war sie. Ist ja zugeschoben und von daher wächst das hier durch. Und wenn wir das noch ein bisschen andrücken, wenn der Regen kommt, dann wächst das alles da durch, gar kein Problem. Ja, muss ich euch sagen. Wenn man viele Jahre Ackerbau immer so mit Grubbern gemacht hat und Saatbettbereitung und da muss immer alles schier aussehen, da muss man sich wirklich erst mal dran gewöhnen. Da das jetzt so ein bisschen, ich meine, hier sieht es ja ganz okay aus, aber da teilweise ein bisschen wilder aussieht nach der Saat. Und wie heißt es bei den Direktsehern immer so schön, die Bestände sehen dann ab Mai immer richtig schön aus. Oder ab Mai kann man wieder hingucken. Jo, so wie dazu erstmal. Fahr ich hier weiter und dann sehen wir uns gleich beim Sojabohnen dreschen. So. Los geht's. Oh, Moment, muss ich mal ein bisschen. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Dass der DJI-Mic verbunden ist. Muss er doch nicht ewig sagen. So. Haben wir mich? Wir haben mich. Ich glaube, wir können. Bin gespannt, Leute. Ich bin aufgeregt, wa? Zeige euch so, wie das ist. Wir haben ja, Detlef und Svenny haben ja in den letzten Wochen den Hanf gedroschen. Ja. Ich war Häckseln, Sachsen-Anhalt, wo war ich noch? Ich war unterwegs und da haben die das gemacht. Kann euch das noch nicht final sagen, wir sind noch nicht über die Waage gefahren. Ansonsten würde ich schon sagen, haben wir einen Schnitt von, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber 1,2 bis 1,5. Jetzt nach dem Trocknen, ich will lieber nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal so, um den Dreh müssten wir liegen. Und
Ja, ich sag mal, das schaffen wir mit keiner anderen Kultur auf den Standort. Vielleicht ein Mais oder so, aber der hat dann andere Anbaukosten. Hier ist unsere Brache, die muss Svenny noch mulchen. Brache darf ja nur noch ab 15.08. gemulcht werden. Wir haben jetzt Ende September. Draschiere jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Sojabohnen, Leute. So, Kontern geht auf. Dann gucken wir mal, ob Field View geht jetzt. Wenigstens beim Drescher. Feld auswählen. Geht nicht. Witzigerweise, wenn das kein Internet hat, hängt sich das Tablet immer auf. Das nervt ein bisschen. Sonst habe ich ja immer, ich sag mal, ich habe ja sonst immer Internet in der Kabine durch den Livestream, habe ich halt einen WLAN-Point. Und kann schon mal laufen lassen. So, Feld auswählen. Spargel heißt das Feld hier. Da. Ja, als aktives Feld. Und wir haben jetzt Kultur Sojabohne. Interessanterweise funktioniert IntelliSense, oder? Ja. Funktioniert IntelliSense auf der bei Sojabohne. Und mir hat letztens auch einer gemeint, im Livestream, er drischt Erbse immer mit IntelliSense. Und er sagt, das geht sowas von hervorragend. Und ja, wollen wir es mal ausprobieren? Also ich würde jetzt sagen, vielleicht dreschen wir jetzt hier 100 Kilo mal rein. Der steht da draußen, der Drescher. Dass wir... So, dann müssen wir erstmal neue Höhe einspeichern. Wir müssen ja ganz tief mähen. Draper-Schneidwerk habe ich nicht. Ich habe das, was ich habe. Und das ist so. Und die Erbsen, die ich nicht kriege, die Bohnen, die ich nicht kriege, oha, die fliegen dann halt beiseite. Beziehungsweise die kommen dann halt nicht rein, dann ist das so. Naja, man muss schon tief mähen. Also, vielleicht probieren wir es gleich nochmal mit Auflagedruck. Bisschen was hört man schon. Naja, da sind unten noch ganz schön welche dran. Bohnen, das sehe ich von hier. Wir probieren mal mit Auflagedruck zu fahren. In der Regel ist mein Boden dafür zu sandig und der schiebt auf. Ja, was er da auch schon macht. Oh ja. Oh ja, seht ihr das? Mein Boden ist zu sandig, um mit Auflagedruck zu fahren. Nachdrescher scheint ganz voll zu sein, aber er stellt sich ja schon automatisch nach. Wir gucken mal. Ich mache kurz Pause. Ich hole mal die Erde einmal runter. Also Auflagedruck fahren geht definitiv nicht. Ist zu trocken zu sandig. Das habe ich schon fast befürchtet. Dann müssen wir halt ein paar Schoten hängen lassen. So, machen wir hoch hier. Sven ist weg, Sven ist weg. Also schön trocken sind sie auf jeden Fall. Wir haben hier Ende September. Wir haben auch eigentlich schönes Wetter. So, wir versuchen so tief wie möglich zu dreschen. Ich versuche jetzt auch, ich sag mal, langsam zu fahren, damit das Schneidwerk sich schön den Boden anpassen kann. So, das sieht eigentlich schön flach aus. Grain Cam hätte gut nicht erkannt. Müssen wir den Untersieb ein bisschen weiter aufmachen. Relativ viel über den Nachdrescher. Für mich ist der Korb zu weit auf. Weiß ich noch nicht, muss ich noch mal nachgucken. Aber er stellt sich automatisch ein, aber Korb auf 31. Das
fühlt sich für mich. Oh, da schiebt der schon wieder auf, Alter. Ist denn hier eine, warum ist denn hier eine Bodenwelle? Hier war nie eine Bodenwelle. Naja, wenn man so flach trischt, vielleicht schon. So. Soja, Obersieb, Untersieb. Dreschkorb tatsächlich 30 mm. Vorsieb 8 bis 10 empfiehlt er. Rotabdeckung Mittel, Überkehr, Gebläsedrehzahl 900 bis 1000. Roter Drehzahl 650 bis 850. Ich habe das Gefühl, da geht zu viel in den Nachdrescher. Ja. Auf erneuert! So, Wind ist okay. Rotor lassen wir erstmal so. Korb will ich ein bisschen enger machen. Ich würde Vorsieb, glaube ich, auch ein bisschen weiter zumachen. Weil eigentlich, wenn weniger Material reinkommt, bin ich immer ganz gut gefahren, das Vorsieb immer ein bisschen weiter zuzumachen. Gerade bei den Sonderkulturen. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. So, was mir natürlich hier fehlt, ist ein Tastflügel in der Mitte. Ich zeige euch so, wie das ist. Denn, wenn wir hier so einen Bogen haben, sieht man das ganz besonders. Hier in der Mitte liege ich fast auf. Die Seite auch. Und die Seite haben wir bestimmt eine Schnitthöhe von 6-7 cm. So, Lisa, ich kann jetzt nicht. Du kannst mich jetzt nicht anrufen. So, dann verstehe ich aber noch nicht, warum ich so viel über den Nachdrescher schicke. Schade. Bei Klaas kann man jetzt in Bullauge gucken, wie der Nachdrescher aussieht. Ich habe mir immer gefragt, warum willst du da reingucken? Jetzt denke ich mir so, oh, jetzt würde ich gerne da reingucken, wie das im Nachdrescher aussieht. Ist vielleicht auch die Empfindlichkeit noch ein bisschen hoch. 1,2 Tonnen haben wir Ertrag, aber das hier an den Bäumen, unter den Bäumen. Wir wollen daraus übrigens Öl machen, Leute. Und dann gucken wir mal. Eigentlich gedacht, machen wir so einen zweijährigen Anbau. Also nicht jedes Jahr. So wollte ich mir das mit den Sonderkulturen ein bisschen einteilen, dass man nicht jedes Jahr immer so viele Kulturen hat, sondern immer vielleicht 2 Jahre im Wechsel. Hier übrigens diese hohe Nessie war ja diese hohe. Sieht eigentlich sehr gut aus, habe ich aber bei Biopeders gesehen. Die hat schön weit oben die Schoten, was eigentlich ganz geil ist. Also sehen die eigentlich ganz gut aus hier. Wie weit wollen wir denn das Untersieb aufmachen, damit der Nachdrescher weniger zu tun hat? Der gibt ja gar keinen Sinn. Ergibt ja gerade gar keinen Sinn. Untersieb schon auf 16 mm auf und ist immer noch voll der Nachdrescher. Welche Empfindlichkeit hat er denn? Okay, nehmen wir die Empfindlichkeit mal ein bisschen runter. So, hier am Rand hat das Wild hier von Fadi richtig Gas gegeben. Ich weiß nicht, ob das Rotwild war, aber sehr krass alles runtergefressen. Da muss die Empfindlichkeit, ich habe zuletzt die Empfindlichkeit auch extrem runtergesetzt gehabt im Getreide, damit das Schneidwerk auch ein bisschen ruhiger liegt. Ich glaube, die muss ich jetzt wieder ein bisschen hochnehmen hier. Ja?
damit er das Ganze ein bisschen schneller anpasst. So, gucken wir mal, was er jetzt sagt. Ist zu tief. So müsste es laufen. Also hier sind die extrem tief, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wo das Wild hier auch gehaust hat. Die haben natürlich hier die ganzen Blätter abgefressen. Ja, die sind so tief hier. Die sind so tief hier, da kommen wir nicht ran. Eine Tonne auf dem Hektar, sagt er hier. Das ist zu tief. Das ist zu tief. Seht ihr, wie klein die sind? Ist hier die ersten 10, 15, nee, Moment, wir haben 9, 2 Schneidwerksbreiten, 18 Meter, die ersten 18 Meter. Und dann nachher werden sie höher. Ja, das Wild so dermaßen gefressen, das ganze Jahr über. Das hatte ich schon gesagt gehabt, immer hier. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Ich meine, wenn die so hoch sind, habe ich mir schon gedacht, naja, da kriegst du mit deinem Schneidwerk auch gut hin. Warum muss das denn immer ein Draper sein so? Aber wenn ich das hier sehe, ist das verständlich. Oh, da schiebt das schon wieder. War Gott sei Dank nur Stroh. War Gott sei Dank nur Stroh, was geschoben habe. Also wenn hier so ein, zwei Senken auf 9 Meter sind, das reicht schon aus. Oh Gott, wenn man das hier mit 12 Meter dreschen wollte. Da bist bedient. Also mit 12 Meter und starr. So, aber ansonsten muss ich euch sagen, bin ich ja nach wie vor mit dem New Holland zufrieden. Schöner Drescher. Dritte Saison, hat jetzt über 2000 Hektar weg und ist nicht einmal in der Ernte ausgefallen. Also letztes Jahr waren 2 Fingern, was man gewechselt hat. Auch dieses Jahr ist der komplett durchgefahren, wenn mal was war. Einmal, wir hatten hier so ein Höhenblech von Schneidwerkserstellung. Dann bin ich aber beim Schneidwerkswagen hängen geblieben beim Runterheben. Über einen Stein geglitten. Da kann der Schneidwerk ja nicht für und der Drescher auch nicht für. Ansonsten ist eine sehr, sehr zuverlässige Maschine. Nach wie vor bleibe ich dabei. Oh, hier unter den Bäumen habe ich letztes Jahr zwar schon ausgeästet, obwohl wir würden ziemlich drunter durchkommen. So, Tablet läuft ja noch mit, also wir können uns gleich mal die Ertragskartierung angucken. Gerade sagt er hier 0,7 Tonnen, naja, ist logisch, hier unter den Bäumen. Ich denke, wir müssen hier irgendwie gleich mal in den Bereich kommen, wo wir mal richtig ins Hohe fahren. Da bin ich ja gespannt. Also hier ist ja die komplette Beschattung. Und man muss ja auch sagen, wir hatten auch super wenig Regen jetzt hier August, September. Gerade in der Kornfüllungsphase, also die Kornfüllungsphase lief sehr, sehr schnell ab. Das ganze Laub. Ja, also das lief super schnell ab. Also ich glaube, die hätte gerne noch ein bisschen größere Körner und kräftigere Körner gemacht, die Sojabohne. Bäume kann ich auch ein bisschen liegen lassen. Das bringt uns auch nichts, wenn wir das da mitnehmen. Das ist so klein. Aber ihr seht, hier wo wir lang fahren, das wird nachher eigentlich ein guter Ertrag. Und ich hoffe mir schon, dass das in dem Hohen, also dass er da auch mal 4 Tonnen auf dem Hektar anzeigt. Das ist schon meine Hoffnung. Aber ich würde sagen,
damit das alles nicht zu langwierig wird. Und wir hatten letztes Mal einen Vlog mit über einer Stunde. Und das schneidet sich auch blöd, muss man auch ehrlich sagen. Da braucht man immer zu lange. Ach. Zu lange zum Verarbeiten. Deswegen würde ich auch lieber sagen, wir belassen das hier bei der Länge. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut.